Und Ihre Wertung war 9,65. Aber nun die große Favoritin im Finale mit dem Reifen. Die Vierkampf-Weltmeisterin, die 18-jährige Alexandra Timoschenko aus Kiew in der Ukraine, die auch Weltmeisterin ist mit dem Reifen. Schlank, hochgewachsen, 1,64 und nur 42 Kilogramm wiegt sie. Dritte der Olympischen Spiele hinter Marina Lobatsch, ihrer Landsfrau aus Minsk, und Adriana Dunavska, noch vor Bianca Panova aus Bulgarien. Die drei anderen sind alle zurückgetreten, spätestens nach den Weltmeisterschaften von Sarajevo, wo Alexandra ihren bisher größten Triumph feierte als Vierkampf-Weltmeisterin und zusätzlich drei Titel im Gerätefinale gewann. Ob wir sie noch einmal in Barcelona 1992 erleben, wo sie vielleicht die in Seoul entgangene Goldmedaille gewinnen will, wer weiß. Perfektion in Technik und Ausführung. Das ist rhythmische Sportgymnastik in Vollendung. Perfekte Übung. Viel Beifall für Alexandra Timoschenko, die sich mit einem kleinen Lächeln von den Zuschauern verabschiedet.